weiß, ein Zelt inspizieren wir gleich noch im Anschluss. Guck nur, ob da vielleicht hier noch jemand wach ist. Oh, doch. Sandra. Oh, Karinoa, wie geht's dir? Eieiei. Zu dieser späten Stunde fühle ich mich manchmal etwas einsam. Umso besser also, dich hier zu treffen. Oh. Arme Sandra. Und sie hier hat auf jeden Fall den besten Meme gedroppt, den es gab. Bei uns. Zumindest was Animal Crossing betrifft. Dank Sandra. Ich sag nur, nicht den Hintern zeigen. Wer die Shots kennt, weiß, was ich meine. er lässt sogar seine Kinder für ihn arbeiten. Ich quäle, wenn sie nicht immer abhauen, wenn ich zu lange auf war. Oh. Oh. Ja, bei mir sind sie Gott sei Dank da. Ich bin nur gespannt, wer diesmal sich hier verlaufen hat. Ich check mal einfach mal die Lage. Bad. Hi, ich bin Helmut, auch Supermucki Helmut genannt, Flitzer. Bisher nenne nur ich selbst mich Supermucki Helmut, aber vielleicht hast du ja Lust dazu. Jedenfalls nett von dir, dich bei meinem Aufenthalt hier um mich zu kümmern. Hm. Irgendwie hat er was. Donald, ja. Kali, ja, stimmt. Genau, vielleicht deswegen erinnert er mich so stark dran. Do. Kali, Mero, mit Sombrero, Küken aus Palermo. Yummy. Nein! Nein, nicht jagen. Ich finde den cool. Aber ich will meine Bewohner nicht rauskicken. Ich mag die. Die sind alle so cute. So, dann gehen wir jetzt unser kleines Oberstübchen. Ente auf Grill. Boah, seid ihr gemein. Ja, knusprige Ente, süß-sauer, ne? So. Das ist mein betrautes Heim. Und ich glaube, ich habe auch schon alle von diesen Geroiden, glaube ich, schon gesammelt. Ich glaube, die sind schon alle komplett. Dann habe ich hier noch Nemo gefunden. Was? Butter und Speck. Wow, alles glitzert. Oh, ich krieg sogar Besuch. Okay. Sascha will reinkommen. Danke, dass du mich reingelassen hast. Ey, kein Ding. Brich ein. Das ist normal. Ja. Yeah. So, was möchtest du? Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ich wollte nur kurz schauen, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, mach das. So. Ich gehe aufs Klo. Ich will auch, dass alles glitzert. Boah. So. Das ist das Badezimmer. Eine Wanne. Das ist meine Kröti. Ich hatte zufälligerweise viel... Das ist irgendwie so Natur und irgendwie so urwaldtechnisch war. Und eigentlich war das gar nicht geplant gewesen, so ein Bad zu machen. Aber ich hatte halt so viele schöne Sachen gehabt. Ich dachte so, vielleicht probierst du mal sowas aus. Ja,
bin da tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Oh, du weinst. Oh nein! Nein, nicht Akatsuki! Nein, nicht wein! Nicht wein! Ich liebe meine Freundin wirklich, aber diesen Neid, der zerfrisst mich. Oh Mann! Guck mal hier, Kleines. Ein Foto von Sascha, nur für dich, Digga. Oh! Oh, danke schön. Danke für das Foto. Danke für das Selfie. Guck mal, der setzt sich hin. Oh, cool, der schmückert gerade irgendwas über KK. So. Das ist meine Küche. Ich habe immer noch meinen Geburtstagskuchen hier. Ich habe das doch gar nicht entfernt. Ach Gott, ich habe noch gar nicht dran gedacht. Warte mal. Weißt du was? Nimm mal den Happy Birthday Dings da, nehme ich da raus. Oh. Oh, ich kann nicht umdekorieren, weil Besuch da ist. Oh. Wieso glitzert alles? Naja. Was? Ich sollte langsam gehen, aber ich muss sagen, du hast es wirklich nett hier, Digga. Ja, bleib doch noch. Wirklich? Hm. Warum nicht? Wenn man mich einmal schon zum Bleiben auffordert? Kannst doch gerne bleiben, Mann. Naja, wie gesagt, du kannst... Also ich habe durch den Skill quasi von Happy Home Paradise kannst du Gegenstände zum Glitzern bringen. Beziehungsweise indem du die polierst. Aber du kannst auch andere Effekte reinmachen, wie zum Beispiel so Rauchschwaden oder Herzchen oder irgendwie sowas. Was, Erin? Ich habe gehört, die Mali verstecken sich hier. So ist fast weißt du. Boah! Bist du gemein. Bist du gemein? Wo ich schon mal hier bin. Willst du was spielen oder so? Ja? Dann starten wir mal gepflegt eine Runde höher niedriger. Da wird dein Glück auf die Probe gestellt. Wenn du richtig liegst, kriegst du eine Windjacke. Los geht's. Ich zieh mal das erste Kärtchen. Oh, das ist die 8. Dann ziehe ich also jetzt noch eine. So, ich habe die Karte gezogen. Also, was denkst du? Ist sie höher oder niedriger als die 8, Digga? Ich würde sagen, niedriger. Können wir nochmal nachsehen. Die 3, hast gewonnen. Ich halte natürlich mein Versprechen und gebe dir die Windjacke. Sehr schön. Boah, ihr seid so gemein. Eine bittere Niederlage, aber dir werde ich es schon noch zeigen. Glaubst du, das hier ist ein Spiel? Ja. Es ist ein Spiel. Schau, wie süß der ist. Ja, ist er auch. Ist er auch. Und cute. Das ist mein kleines Zimmerchen. Hat sogar einen Massagesessel. Oh, ich weiß. Oh Gott, die werden mich hassen alle. Guck mal, es klopft sogar hier so im Rücken. Habe ich noch ein Dino? Ja, für einen Laptop hat es sich ausgereicht. Also habe ich erstmal hier eine Schreibmaschine. Aber wie gesagt, ich bin da auch ziemlich zufrieden. Eine Karrierebahn. Wir sind doch ein Paar, oder? Ja. Ja, Schatzipo? Was möchtest du? Was möchtest du mir damit sagen? Na, du lässt es dir gut gehen, was? Oh, boah, ich werde von überall befeuert, Mann. Selbst im Spiel. Lässt dir gut gehen, was? Gott. No. Wenn ein Einrichtungsstück antike ist, ist der ursprüngliche Besitzer vielleicht schon Geschichte. Hast du dich schon mal gefragt, wer deinen Antiktisch wohl vor dir benutzt hat? Vielleicht war es jemand ganz Berühmtes.
Kann sein. Vielleicht habe ich es ja von Tom Nook geklaut. Yeah. Was? Ich habe 3 Inseln in die Luft gejagt. Was willst du mir damit sagen, Schatzipu? Ich glaube, Sascha will nicht weg. Na, überrascht, dass ich so aus dem Nichts aufgetaucht bin? Das ist eine wichtige Lektion. Sei immer auf der Hut. Ich könnte bereits hinter dir stehen. Boah. Alter. Hier werde ich gestalkt. Im Chat werde ich fertig gemacht. Hab nach der 5. aufgehört, es zu spielen. Stichwort Walze. Boah. Oh, bei mir zu Hause steht genauso ein Karton. Schön, dass auf dieser Insel nicht alles geschmacksverwirrt sind, Digga. Boah, Alter. Der ist echt übel. Willst du wissen, warum ich so plötzlich hier auftauche? Ich habe mit mir selbst gewettet. Wenn ich dich antreffe, würde was Gutes passieren. Und wenn nicht... Na egal, du hast mich ja schon gerettet, Digga. Stört dich ja sicher nicht, wenn ich was Persönliches frage. Also, was ist in dem Holzschrank? Die Box von Kingdom Hearts 3. Nein, halt! Ich will's doch nicht wissen, sonst fragst du nachher noch, was ich in meinem hab. Selbst das Spiel nicht frontet, ja. Gut, dann packe ich's langsam kleines. Danke, dass du mich nicht gleich verjagt hast. Boah, Alter. Okay, so viel zu Sascha. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen und dann machen wir richtig weiter mit Animal Crossing. Das war jetzt gerade sozusagen eine kleine Vorstellungsrunde bezüglich der Insel. Und ich denke mal, nach der Pause geht es dann richtig los. Bis gleich.